So. Slab und Stick. Die Slabs habe ich extra aus diesem Grund mitgenommen. Ne? Die habe ich ja extra aus diesem Grund, das habe ich ja schon vorgeplant. Und jetzt brauche ich aber, ich brauche hier oben eine Werkbank. Ich kann die immer nach unten krepeln. Ich hole mal eine aus unserem Arbeitszimmer. So. Und dann mache ich das oben. So. Vielleicht kann man das auch nach innen hängen. Es muss nicht unbedingt hier nach außen hängen, weil hier vielleicht eine Wand hinkommt. Vielleicht kann man das hier nach innen hängen. Ich weiß auch noch gar nicht, wo die Wand hinkommt. Müssen wir mal schon schauen. So, und jetzt hier die Bracket. Das sieht ja richtig hässlich aus. Was ist das hier? Ach, Facade. Okay, Facade hat doch für alles irgendwas. Oh, gut. Ich glaube, eine reicht. Oh, ich weiß noch nicht genau, wie ich das andere Ding dann da hinhänge. Es ist aber ein tiefer. Das muss ich ganz kurz so hier, dann hier nochmal hin. So. Boah, weißt du noch früher, als ich immer nur eine einzige Werkbank hatte für die ganze Map? So, ich muss nochmal ganz kurz in unsere Hauptstadt, denn da habe ich die Werkbank stehen. So, mal ganz kurz gucken, wie sieht das hier aus? Haben wir das da so? Gib mal her den Lachs. Das sind einfach nur Flowers, ganz normale Flowers, ne? Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal... Ich nehme jetzt mal irgendwelche. Habe ich Blumen dabei? Nein. Ich bin so unromantisch. Voll der Bob. Okay, haben wir denn... Wir haben noch ein bisschen Blümchen hier unten. Guck mal, wir haben noch Blümchen ohne Ende. Was nehmen wir denn mal? Und die kann man alle aufhängen? Geht das bei allen? Eine Gutsmania zum Beispiel. Dann vielleicht was Weißes wäre auch schön. Die hier sehen noch ganz gut aus, oder? Ja, King Orchid ist egal. Orchideen. Königsorchideen. Ich schau mal ganz kurz. Ich weiß nämlich nicht, ob man alle aufhängen kann. Ich will das nur mal ganz kurz was probieren. Kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so geht. Nö, geht nicht. Geht. Aber ich glaube, die hängen jetzt einfach am Baumstamm dran. Ich glaube, die haben jetzt nicht, okay. Ich glaube, die haben einfach an den Baumstamm gehangen. Aber da ist auch noch irgendein Behältnis dran, oder? Das sind wahrscheinlich besondere Blumen. Die müssen wahrscheinlich aus dem Plant Megapack kommen. Da kommen die... Doch, Plant Megapack. Okay. Das geht nicht einfach. Okay. Lass mal ganz kurz gucken. Das ist ein Bracket und jetzt brauchen wir wahrscheinlich einen Pot oder irgendwas. Vom Megapack wahrscheinlich nicht. Ne, ein Pot ist das ja nicht. Wie heißt denn das auf Englisch, wenn da Blumen drin hängen? So ein Flowerpot, das ist ja ein normaler Flowerpot. Großartig. Ich will aber lieber die anderen haben. Ich weiß nicht. So, diese hier. Ich überlege gerade. Was? Huch. Scrollt mir gerade, sieht man nicht, ne? Nee, Taskbar scrollt hier gerade rein. Was nehme ich denn? Ach, warte. Oder nee? Ich probiere was. Aha! Ich habe R gedrückt. Eine Bowl und Eisen. Und das hier ist Beacon Achillea, was? Und daraus wird dann Burgundy Flowers aus Beacon... Ah, Burgundy... Ah, das heißt wahrscheinlich einfach nur die Farbe einfach nur. Es gibt dann aber rote Blumen, die dann hängen. Oder kannst du auch hier raus machen. Ne? Königsrote, lalala, Blumen, bla bla bla. Okay, also. Eine Bowl und Eisen. Bowl und Eisen. Okay, eine Bowl. Bowl, 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 Bowl. Eine Bowl. Bowl, Bowl und Eisen. Bowl. Was ist das hier? Mixing Bowl. Bowl of Rice. Lecker. Was ist das hier? Elderberries, Gooseberries. Alter, wir haben so viel noch nicht gesehen. Fischbowl. Oh Mann, ich will eine Fischbowl haben. Bowl. Okay. Alter, das sind die ganz normalen. Ach so. Ich mach mal gleich 2. Ich mach mal gleich 4. Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? Wir machen 8, denn dann können wir uns überall Blumen hinmachen. So, hier wird's
gerade sehr schön. Es wird Abend. Bowl und Eisen. Eisen haben wir auch noch. Jetzt die Frage. Die Königsorchidee möchte ich ehrlich gesagt nicht verwursten, wenn es nur nach Farbe geht. Ne, dann die werde ich lieber einsortieren wieder ins Regal. So, damit war die nicht, damit die uns nicht verloren geht. Also hier im Regal meine ich. Wo hat man die? Ich glaube hier. Dann nehme ich lieber irgendwie so ein Gezuppel hier. Da haben wir noch genug. Hier, weiße Anemone, ganz ehrlich, das braucht doch keine Sau. So. La 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 la. Okay. Gut. Bowl und Eisen. Und dann hier. Cone-headed irgendwas. Großartig. Toll. Fick dich mit deinen Nuggets. Es scheint nur bei bestimmten Blumen zu gehen, aber woher soll ich denn jetzt wissen, mit welchen Blumen das funktioniert? Das ist doch deprimierend. So. Diese hier kommt dann hier wieder rein. Zack. Die kommt dann. Woher soll ich denn wissen, mit welchen Blumen das funktioniert? Es gibt ja nur 50 Milliarden Blumen. Was mit der hier? Orange irgendwas. Das ist die einzige. Nehme ich nicht. Hier. Dwarf Pink Bellflower. Was ist los? Dwarf Pink Bellflower. Gib mir ein Zeichen. Bist du es? Da geht's. Pink Flowers. Schön rosa. Haben wir eine gelbe. Für eine Küche brauche ich was Gelbes. Das sieht immer schön gelb aus. Hier sowas. Wohl nicht. Was ist das hier? Lollipop plant. Okay. Ich teste das mal gerade. Und dann gucke ich gleich mal was. Da geht's nicht. Okay. Ich check eben mal was, ganz kurz. Ich check eben mal was. Lollipop plant. Tue ich wieder dahin, wo sie hingehört. Da gibt es kein Vertun. Okay. Angenommen. Weil der hier ging's. Die tun wir gleich wieder rein. Crafting Pink Dye, Crafting Hanging Plant. Okay, wir müssen also jeder einzeln rausnehmen und dann gucken, ob es funktioniert. Rosa braucht man nicht mehr. Rot haben wir schon. Gelb würde ich echt gerne machen. Die hier ist wahrscheinlich keine Hanging Plant. Ne, das ist aber diese normale, genau. Diese Kackschlurre. Hanging Plant könnten wir machen, brauchen wir aber noch da. Hätte ich gerne da noch behalten. Ist das auch Yellow hier oder was? Biomes Oplenty, da ist gar nichts dran. Deswegen habe ich das nach unten geschwergelt. Okay. Blau wäre auch schön. Weißt du was? Ich gebe mich jetzt erstmal zufrieden mit dem anderen Zeugs und dann gucken wir mal. Hanging Plant. Ja, großartig. Funktioniert. Ich bin froh, dass es funktioniert, aber ganz ehrlich, ich würde es viel schöner finden, wenn man jede Blume nehmen, wenn er jede Blume nehmen könnte, das einmal da oben so ein bisschen, ne, und so. Ja, die sehen total unterschiedlich aus. Großartig. Aber ist trotzdem schön, kann man sich trotzdem eine wunderschöne Allee machen. Würde ich sagen. So. Ja, okay. Also ich habe jetzt die eine nach vorne gehangen, die andere nach innen. Ich glaube, ich bleibe bei innen, oder? Ich glaube, innen ist schöner. So, nehme ich diesen komischen Nasenhaken. Dieser Haken sieht einfach aus wie so ein Gesicht vom Eingeborenen. Wenn ich einen Schneemann bauen würde, würde ich diese Haken, diese Nase dran machen. Das wäre voller Gonzo-Schneemann. So, okay. Dann würde ich jetzt hier eine Küche machen, dass uns so ein bisschen Kräuter ließ. Ich weiß noch nicht genau. Wir müssten hier quasi... Wir müssen einen nach außen gehen. Wir müssen einen nach außen gehen. Ein halber reicht. Ne, also mit Carpentersblöcken könnten wir einen halben nach außen gehen. Das würde reichen. Okay. Ich probiere das mal eben so. Ja, keine gute Idee. Nein. Nein. Boah, der macht wieder genau das, was er nicht soll. Und ich komme von dieser Seite hier natürlich nicht dran. Okay.
Ja, von da unten zu bauen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Pass mal, ich probiere mal eben was. Oh nein. Ich habe schon den Hammer ausgerüstet und der springt gleich an alle Einzelteile. So. Gut. Kann ich hinterher wieder abbauen. Ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz darüber hangeln zur Küche. Oh Gott. Das wird so ein Sprungbrett, weißt du, damit ich hier schneller rauskomme. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben kurz was machen. Sekunde. So. Zack. Okay. Gut. Dann mache ich nochmal ganz kurz hier weg. Flups. Und dann hier nochmal. Nein. Falsche Maustaste. So, ich lasse das mal so. Hätte ich mit der rechten jetzt besser gekonnt, aber egal. So, dann haben wir das. Und weißt du was, ich hole mal ganz kurz die Slabs eben wieder zurück. Und dann gehen wir nochmal hoch und probieren es nochmal. Der Rest müsste sich jetzt hoffentlich adaptieren, das wäre natürlich ein Traum. So. Und dann machen wir hier einfach, hier so, ne, machen wir hier so dran. Wir brauchen leider noch, wir müssen hier dran machen, weil wir hier natürlich die Arbeitsgeräte hinstellen und die können nicht einfach so rausgucken. Das wäre so ein bisschen schräg. So. Gut, den hier brauchen wir eigentlich nicht. Mal gucken, vielleicht, was wir da machen, das weiß ich noch nicht genau. Lalalala. Ich weiß noch nicht genau, ob man dann, also hier muss ich natürlich irgendwie dicht machen, weil da drüben ist ja Lagerraum und sowas. Und hier kommen dann, also ich kann hier eh keine Glasscheiben hinsetzen. Das Problem ist, also ich könnte hier Glasscheiben vielleicht schon. Nach oben hin sowieso. Aber da hier sowieso, ne, das schwere Gerät hinkommt. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was alles. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unten, da haben wir das Ding mit dem Top. So, das würde quasi wegkommen. Eigentlich alle drei Ofen. Alle drei Ofen müssten hier rauskommen. So. Nein, das hast du nicht gemacht. Und ich würde gerne den Ofen hier natürlich irgendwie mit integrieren. Ich weiß noch nicht genau wie. Theoretisch können wir uns auch ein Abluftsystem bauen, indem wir hier einfach einen Hopper noch drüber bauen und sonst irgendwas. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Den hier schüssel ich, das Glas schüssel ich noch ein bisschen zurecht. Pass auf. So, zack. Und dann schüssel ich das mal. Mache ich so oder mache ich so? Welches Glas soll ich dann nehmen? Ich weiß es gar nicht. Die werden ja alle umrandet sein. Die sind alle nicht seamless, ne? Das hier haben wir sonst überall, finde ich. Das hier ist zu durchsichtig. Ich würde gerne das hier mal probieren. Wir können es ja wieder ändern. Ich würde es nur gerne mal probieren, weil wir sonst die beiden anderen haben wir sonst überall. Das hier habe ich das in der Vault genutzt. Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen zu durchsichtig. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist das zu durchsichtig? Oder vielleicht sollte ich, pass auf, ich mache das mal lieber. Ich mache lieber das andere doch. Habt da recht. Ich mache das andere. So. Ja, großartig. Ja, großartig. Nein! So. Egal. Kann uns ja eh egal sein. Wir heilen ja sowieso, da wir ja super Hunger haben. Habe ich keine Kartoffeln mehr zum Essen? Ich sollte mir mal wieder Kartoffeln holen. Warte mal. Kartoffeln? Es ist einfach zu durchsichtig. So, ich schnapp mir mal ganz kurz wieder ein paar Kartoffelis und dann haue ich mir die mal ganz kurz. Da ist der Topf noch, den wir haben. Ich weiß gar nicht, was dieser Topf macht. Ich muss mal gucken, was man mit dem alles machen kann. So. Und jetzt wieder. Ah, die Musik. Ich liebe die Musik. Ist aber so schön. Wer es kennt, wird sie auch lieben. Wer es kennt, nimmt Cookie Dent. Ich nehme wieder das Glas hier, dann haben wir es beim Haus einheitlich. So. Hier oben ist es zwar ein bisschen falsch, ne? Also ist ein bisschen buggy. Aber. Oh, kommt wieder dahin. Na, großartig. Jetzt habe ich noch eine andere Scheibe im Inventar. Den Rest gucken wir dann mal. Habe ich hier noch? Da habe ich noch 758. So. Ja, das hört sich erstmal so an, aber passiert nichts.
Ich weiß nicht genau, warum das kommt. Das kommt immer, wenn man Carpenter auf Glascarpenter baut. So. So, das wird dann also die Küche. Ich hoffe, das ist genehm. Ich weiß noch nicht genau, wie gut das wird oder wie schlecht das wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. So. Ne, soll ja eine, halt eine Glaswand werden. Wobei ich ehrlich gesagt finde, ich finde das mit diesem Seamless, dass da kein Seamless geht, finde ich so ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Und jetzt müssen wir hier noch ein paar Geräte. Irgendwelche paar Geräte, irgendwie sowas, lalala. Da müssen wir ein paar Geräte vormachen. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht welche. Den Top können wir da draufstellen. Ich weiß noch nicht genau, was man mit dem macht, ehrlich gesagt. So, da haben wir den Topf drauf. Da können wir jetzt irgendwas kochen. Gemüsesuppe, Lauch, gebratene Kartoffeln können wir nochmal zerkochen, damit es matschig wird. Da müssen wir mal gucken. Also wir brauchen hier auf jeden Fall die Carpenter-Blöcke, ne? Damit wir nicht zu weit rausgehen. Und dann hier können wir auch noch aufs Feld gucken, das ist ganz schön. Aber hier brauchen wir natürlich auch noch so ein bisschen, ich weiß noch nicht genau, was wir alles brauchen. Eine Geschirrspülmaschine brauchen wir auch. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn noch? Pennen? Achso, das ist wieder... Ah, ja. Ich wollte jetzt natürlich nach Töpfen gucken. Und nach Pfannen. Aber Pott gibt's hier natürlich auch nur das hier. Kann ich aber nach... Gibt's hier noch Kitchen-Accessoires hier irgendwo? Nee, ne? Blocks, Items, Armor, Food, Weapons, lalala, Mod. Oh Gott, da habe ich jetzt Angst vor. Pam's Harvest Craft, die hat ja schon irgendwie so einiges drin. Für eine Fischfalle. Oh, eine Fischfalle, eine Animal Trap auch noch. Oh nein, Teil Quern on the name. Oh nein. Und Quern. Was ist ein Quern? Was ist ein Quern? Ich weiß es gar nicht. Churn. Ein Ofen. Market, was immer das heißt. Also natürlich Markt, aber ich weiß nicht genau. Compressed Salt. Brickwell. Also ein Brunnen. Clay Jug, Stone Basin, lalalala, Pot. Cutting Board brauchen wir auch noch. Das Cutting Board haben wir schon irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall ist da... Hier ist eine Menge drin. Hier ist einfach eine Menge drin. Bei diesem Pam's Harvest Craft, vor allem das, was man sich zu essen machen kann, da ist aber so eine Menge drin. Da ist aber so viel. Da ist aber so viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Okay, einen Ofen würde ich gerne machen. Nein, nicht weg. Machen wir ihn. Ofen würde ich gerne machen. Und vor allem, das ist nur eine von den Mods, ne? Wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Wir haben hier... Was ist denn das hier? Carpenter's Flower Pot. Willst du mich verarschen? Da gibt's ja alles. Ich habe Angst. Carpenter's Bett würde ich auch gerne mal probieren. Auf jeden Fall, es gibt eine riesige, riesige Menge an Sachen, die wir insgesamt noch machen könnten und auch nach und nach noch machen sollten. Gardencore. Garden Stuff. Lettuce. Garden... Oh, Gartenlaternen. Cool. Da muss ich auch nochmal gucken. Gartenlaternen gefällt mir ganz gut. Und hier so ein Iron Fence. Alter, wie geil ist das denn? So ein alt... Ne, so ein ganz alter... Das finde ich ja geil. Wrought Iron Ingot. Und das ist Wrought Iron Fence. Nice. Bloomery Furnace. Wir haben auf jeden Fall noch... Hier, diese Light, ne? Du kannst diese Gartenlaternen... Ich weiß zum Beispiel, dass man diese Laternen halt an diese Ketten hängen kann. Das finde ich ganz cool. Also du hängst diese Ketten von oben runter und dann hängst dann einfach so... dann hängst du einfach so diese Gartenlaterne dran. Die hängt dann quasi oben rein. Das finde ich ganz geil. Aber es gibt einfach so viel noch zu tun. Und ehrlich gesagt, ich will mir das nicht unbedingt alles sofort reinprügeln. Willow Wood Post finde ich auch ganz interessant. Ich will mir das nicht alles unbedingt zwingend reinprügeln. Ich will das nach und nach natürlich alles lernen. Wir haben noch ein bisschen Zeit... Das heißt, ich muss nicht alles sofort wissen, das ist ganz cool. Hopperducts, die haben wir ja auch. Mystcraft, das ist auch nochmal so ein Thema für später. Mystcraft wird noch ganz interessant. Das ist jetzt nicht für Life in the Woods, das habe ich nachträglich noch installiert. Da kann man sich so quasi Bücher schreiben, mit denen man in andere Welten reingeht. Und man kann die anderen Welten, je nachdem, wie man die Bücher schreibt, entstehen diese anderen Welten, die ganz viele verschiedene Eigenschaften haben und so weiter. Aber da kommen wir später zu. Und hier haben wir nochmal... Ah, hier...
Wolf Willow. Ah, die hängende Pflanzen und sowas. Whitefire. Interessant. Brittlebush. Lalalala. White Flowers, Pink Flowers, Pipapo. Interessant. Da kann man noch ein bisschen was machen. Gibt's auch verschiedene. Whitefire. Finde ich ganz schön. Oh, weia. Also, es gibt eine riesige, riesige, riesige Menge. Was war das denn? Oh, Sandwich. Oh, jetzt ein Sandwich. Geil. Was war das hier? Achso, Bambu-Door. Ja, das ist mir egal. Werde ich niemals gebrauchen, glaube ich. Timor Black Bamboo Slab. Aus Bambus Holz machen und dann damit Slabs machen. Na, interessant. Boah, unser Lager wird nicht ausreichen. Unser Lager wird niemals... Boah, unser Lager wird nicht ausreichen. Ich habe Angst. So, was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ich wollte Küche machen und ich habe ein Cuttingboard... Wo habe ich denn das Cuttingboard eigentlich hingelegt? Hallo. Hallo, hallo. Hallo. So. Hallo. Edible Root, stimmt. Ach, wir hatten hier auch noch so ein bisschen Krempel. Giant Club, bla bla bla. Das ist ja noch nicht einsortiert. Wo habe ich das Cutting Board damals hingelegt? Weiß das noch jemand? Habe ich das hier reingelegt? Jo, da ist das Cutting Board. Ich hätte natürlich ein neues machen können, aber wenn wir auch schon eins haben, warum verschwenden? Gartenzoll. Ich muss noch ganz viel Gartenzoll machen. Ich weiß. Ich habe Angst davor, was uns noch alles erwartet. So. Okay, die Frage ist natürlich die Küche. In welcher Farbe machen wir die? Machen wir die jetzt auch so hölzern wie alles andere? Hier ist ja alles sehr, sehr hölzern. Oder machen wir die irgendwie in einer anderen Farbe? Ich weiß noch gar nicht. Und vor allen Dingen, ich könnte hier jetzt einen Holzblock hinmachen. Pass auf, ich mache das mal natürlich wieder so. Zack. Und wenn ich schon mal dabei bin, mache ich das hier so. So, ne, dann mache ich dann diese Dinger hier hin. Weiß. Mache ich aber nicht mit Marmor, ne? Marmor ist zu krass weiß. Ich würde gerne weißes Holz finden. Wir schauen mal ganz kurz. Birke wäre prädestiniert oder aber Mangrovenholz. Wie wäre es denn mit einer Mangrovenküche, Freunde? Wäre das noch euer Pläsier? Hm? Ne? Oder? Hm? Sag doch mal. Mangrove? Wie wär's? Das andere, ja, hier oder sowas hier. Voll die verschimmelte Küche, voll ekelhaft. Hier, das würde noch gehen. Das ist Japanese Maple, aber das haben wir, glaube ich, nicht. Oder ist das Jacaranda? Ist das... Das ist ja Jacaranda hier, ne? Das würde auch gehen. Aber es ist, glaube ich, zu dunkel, die Zwischendinger. Das hier ist schon angenehm. Ich glaube, das hier ist... Mangrovenholz. Wir müssen leider noch ein bisschen Mangroven einpflanzen dafür. Wir haben zum Glück damals sehr viel Holz mitgenommen. Ich glaube, vielleicht müssen wir doch keine Mangroven einpflanzen. Huch, wollte ich gar nicht. So. Zack. Haben wir hier 28, und ehrlich gesagt, für das Holz reicht es, wenn wir Slabs nehmen. Haben wir da 42. Lalalala. Fürs Färben reichen ja immer Slabs. Pass auf, ich mach nochmal, damit es ein weniger drin haben. Zack. Haben wir jetzt 60 Slabs. Das reicht fürs Färben locker. Da müssen wir nicht die guten Holzdinger nehmen, sondern wir nehmen einfach die geteilten, ne? Also damit wir ein bisschen was sparen bei Mangroven. So. Hopsa. Ja, das könnte sogar sehr hübsch aussehen. Das könnte sehr hübsch aussehen. Nice. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mache. Da würde ich gerne so eine Ecktreppe machen. Kriegen wir das geschisselt? Im wahrsten Sinne. Geh mal weg. So. Ich sehe es. Warte. Ja, jetzt haben wir die Ecktreppe. Nein, die ist ja falsch. Ich glaube, das ist falsch, ne? So wie ich das... Schlimm ist, ich kann gar nicht richtig sehen. Ich klatsche jetzt erstmal ein bisschen Mangrove drauf. Ich kann gar nicht richtig, wir brauchen gleich einen neuen Hammer. So, aber andersrum. So, und dann hier nämlich noch. So, da noch eine gegen und die müsste dann... Oh Gott, der Hammer fliegt mir gleich um die Ohren.
So. Und dann haben wir hier... Ja, theoretisch ist das ganz gut. Ne, theoretisch ist das ganz gut. Das hier vielleicht noch nicht. Aber ich weiß noch nicht genau. Da hinten ist jetzt halt frei. Da müsste dann wahrscheinlich Wand sein oder so. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das so gut finde. Und wir müssen uns das vielleicht nochmal bei Licht gleich besehen. Momentan ist ja alles sehr dunkel. Ich weiß noch nicht genau, ob das gut aussieht. So, das hängt halt da so drauf. Das kann man ja lassen. Ich gehe aber erstmal schlafen. Ich will wissen, wie es bei Tag aussieht. Und da wäre noch irgendwie gar nichts... Schön. Ein wunderschöner Morgen in einem wunderschönen Heim. Hier fehlt irgendwie ein Berg. Es sieht immer noch komisch aus. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht genau warum. Irgendwas daran stört mich. Doch, kann man lassen. Ich dachte, das wäre vielleicht wirklich zu hell oder sowas, aber das kann man echt lassen. Kann man lassen. So. Gut, die Frage ist nur, machen wir uns dann hier so ein... Wir machen so eine Eckküche, ne? Wir müssen dann dahinter vielleicht noch irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau. Dann machen wir hier... Pass auf, hier raus mache ich mal eben Folgendes. Das war ja das Ding. Ich mache mal Folgendes. Der Hammer fliegt uns... Der Hammer fliegt uns gleich um die Ohren. So. Ah ne, das war das Falsche schon wieder. Ich bin so doof. Und nochmal. Und jetzt... So, das ist richtig. So, dann haben wir hier, ne? Dann haben wir so ein Ding. So, dann haben wir so ein Ding. Theoretisch kann man den Boden auch anders einfärben, ne? Theoretisch kann man den Boden anders einfärben. Die Pfeiler hier müssen leider dunkel bleiben, weil die ziehen sich ja durchs ganze Haus. Oder müssen die? Oder stelle ich mich nur wieder an? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht können wir hier auch weiter Mangrovenholz machen. Ich müsste mal ein paar Mangroven einpflanzen, ne? So, und hier auf die andere Seite, da machen wir noch so eine ganz kleine Nische. Ich weiß noch nicht, was da hinkommt. Vielleicht ein paar Kochbücher, was man halt so in der Küche hat. Du kommst nochmal weg. Dann du kommst nochmal hin. Und dann haben wir hier nochmal eine ganz kleine Nische. So. Der fliegt uns gleich um die Ohren. Ich glaube, habe ich meinen Einsatz verpasst? Nee. Jetzt ist er uns um die Ohren geflogen. Okay, wir brauchen einen neuen Hammer. Aber weißt du was? Pass auf. Carpenter's Hammer. So. Zack. Nehme ich einfach einen neuen und dann... Huch, das nehme ich natürlich wieder mit. Zum Glück haben wir das gerade hier. So, und jetzt nochmal einen Rechtsklick und jetzt nochmal so. Der muss so rum und der hier muss dann nämlich genau andersrum. Während der Jan Müller-Michaelis im Hintergrund rumpimpelt. So, nochmal einen. Und jetzt... Ah, passt sogar. Okay, super. Ist richtig, ne? Das müsste richtig sein. Und jetzt nochmal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Theoretisch können die sogar einen länger werden. Ich weiß noch nicht genau. Ich bin mir bei diesem hier zum Beispiel noch unsicher oder so. Das weiß ich noch nicht genau, ob ich das so lasse. Oder vielleicht hier lieber ein Regal mache, so mit Kochlöffel. Ah, nee, kann ich ja gar nicht, weil da ist ja Blume dran. Da müssen wir nochmal gucken. Ich habe auch das Gefühl, dass das alles irgendwie viel zu klein ist. Ich weiß nicht warum. So, das Schneidebrett kommt da mal hin. Dann kommen wir hier, lalala, Cutting Board. Salat. So, verstehst du? So, ich mache dann da noch andere Blumen hin. Das ist momentan, oder generell weiß ich nicht, ob ich bei beiden Blumen hinmachen soll. Vielleicht soll ich auch nur bei einem zwei Blumen hinmachen oder sowas, damit das so ein bisschen aussieht, ne, wie, weiß ich nicht was. Und dann müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ich weiß noch nicht genau. Also ehrlich, nein, kann ich das hier, kriege ich das hier wieder runter? So, das Ding müsste eigentlich eher so
natürlich nehme die Herdplatte. Vielleicht hier so. Ich weiß gar nicht. Wir müssen es nur benutzen. Und ehrlich gesagt, ja, für eine Kochinsel ist das Ganze hier leider zu klein, glaube ich. Wenn ich jetzt hier noch eine Kochinsel hinmache, das wäre natürlich toll, aber dafür ist die Küche leider zu klein. Ich weiß noch nicht genau, wie wir hier alles unterkriegen. Hier wäre ja theoretisch... Ja, hier ist die Wand und hier wäre dann theoretisch auch diese Wand. Hier wäre dann der Durchgang ins Esszimmer. Nein. Ja. So.